Jetzt runter. Ja, danke. Danke, danke. Skikurs ist immer eigentlich relativ schwierig. Knapp 50 Minuten und dann ist alles vorbei. Mein Name ist Harald Wistaler. Ich bin mittlerweile seit 15 Jahren hauptberuflich Fotograf, vor allem im Bereich Autosport und Firmenkunden. Also als Equipment arbeite ich mit Nikon-Kameras, mit dem spiegellosen System. Ich habe von den Objektiven mittlerweile fast alles nur nach Fixbrennweiten. Dementsprechend ist es für mich auch wichtig, dass ich eine Vielzahl an Objektiven Platz habe, je nachdem von Weitwinkel ist. Je nach Auftrag 400 bis 500 mm. Der Rucksack ist immer gleich organisiert. Einmal ist in der Mitte ein Body mit einem Objektiv an der Kamera schon. Daneben ist noch Platz für einen zweiten Reserve-Body. Und besser, dass ich nicht Platz habe, gebe ich einfach oben am Rucksack drauf, quer als ein Objektiv mit einem Wrap eingepackt. Passt für mich am besten. Ja, dann ist es vorbei. Okay. Der Plan ist Emotionen, das Ganze drumherum. Es ist dort nicht wichtig, irgendwie den ersten vielleicht im Ziel schön, aber ansonsten ist es ziemlich egal, wen wir fotografieren, sondern mehr geht es wirklich um die Emotionen. Also ich finde das ziemlich angenehm, hier zu sitzen und kannst hier die Sachen rein rausnehmen. Natürlich, wenn es schneit, jetzt nicht unbedingt, aber ansonsten liebe ich das am Rückenpanel. Ab und zu den Schnee weg abschütteln und so was Kleines zum Objektiv putzen. Tücher, Objektivdeckel, Sachen, was nicht kaputt werden können. Was auch cool ist bei den tiefen ICQs, du kannst die Kamera je nach Objektiv so rein. Okay, dass du zwei Kamerabodies mit hast, ja, aber im Prinzip könntest du auch mit einem. Du bist halt so angenehmer und schneller beim Wechseln. Ich bin aber meistens so, dass ich mir zu viele Objektive mitnehme. So der Klassiker. Da ich halt durch das Kamera-Equipment schon einiges an Kilo zu tragen habe, versuche ich den Rest dann wirklich aufs Minimalistische zu reduzieren. Aber immer noch so, dass ich auch sage, okay, ich habe das Erste-Hilfe-Set zum Beispiel immer mit dabei. So. Was Kleines zu essen, ein Tape, was eigentlich immer dabei sein sollte. Funkgerät, damit ich weiß, wer wann startet. Brille, Sonnencreme, nochmal ein ISO-Band, ein Waveflare zum Wechseln, wenn es extrem wäre vom Regen her. Was für die Kamera noch und ansonsten für die Skier noch ein Band, sie zusammenzuknüpfen. Hier vorne auch eventuell, wenn es ist, Lawinenschaufel, was noch hier reinkommt, irgendwelchen Müll zu verstauen, den ich halt mitnehme von draußen, was ich finde, ist eh nicht was drinnen.